Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, eigentlich einer kleinen Videoserie, weil ich werde mindestens zwei Videos zu dem Thema machen, werden wir uns mit Kanban in SAP S/4HANA beschäftigen. In diesem ersten Video, mit dem wir jetzt starten, werde ich zeigen, wie der Kanban-Prozess in SAP S/4HANA aussieht, also wie man über Kanban eine Produktion mit den notwendigen Materialien versorgen kann. Wie immer werde ich das am Beispiel des Global Buy Konzerns machen und werde Ihnen anhand einer Produktion von einem Fahrradreifen zeigen, wie Kanban in S/4HANA umgesetzt ist. Bevor wir jetzt starten, schauen wir uns erstmal die Stückliste des Materials an, das produziert werden soll. Ich habe hier eine Variante gespeichert für diese Kanban-Demo. Konkret geht es um das Material TRWA 1000, also das ist das Laufrad für das Touringbike. Das Laufrad für das Touringbike besteht aus verschiedenen Komponenten. Das besteht aus einem Reifen, einem Schlauch, einer Felge und irgendwelchen Muttern, Inbundschrauben und Sicherungsscheiben. Was ich jetzt gemacht habe für dieses Video: Ich habe für alle Materialien bis auf die Felge festgelegt, dass die über Kanban zur Produktion gebracht werden sollen. Also im Gegensatz zum klassischen Prozess, wo ich einen Warenausgang buche, dann produziere und dann einen Wareneingang des fertigen Produktes buche, soll das jetzt so sein, dass bei der Produktion des Touringrads hier oder des Laufrads für das Touringrad der Reifen, der Schlauch, die Mutter, die Sicherungsscheibe und die Imbusschraube über Kanban zur Produktion gebracht werden sollen. Um zu verstehen, wie der Prozess jetzt gleich läuft, müssen wir uns erstmal anschauen, wie sehen eigentlich die Organisationsdaten aus? Wie habe ich die Organisationsdaten erweitert, sodass ein Kanban durchgeführt werden kann mit SAP S/4HANA? Dazu wechsle ich jetzt erstmal auf diese Grafik. Diese Grafik stellt schematisch den Aufbau des Werks in Heidelberg dar, insbesondere die entsprechenden Organisationsdaten, die wir jetzt gleich für den Kanban-Prozess brauchen. Auf der einen Seite ist das Lager dargestellt. Das Lager besteht aus den bekannten Lagerorten für Fertigerzeugnisse, Rohstoffe und Sonstiges. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Produktion dargestellt. Ja, in der Produktion sehen wir die entsprechenden Arbeitsplätze, Assembly, Inspection und Verpackung. Das ist das, was bisher schon bekannt ist. Erweitert wurde jetzt das Werk in Heidelberg um zwei Organisationseinheiten, nämlich zum einen um den Produktionsversorgungsbereich. Der Produktionsversorgungsbereich hat den Namen Kanban-HD für Heidelberg. Und das ist der Bereich, in dem die Kanban-Container für die Produktion zur Verfügung gestellt werden. Das habe ich auch hier versucht mal darzustellen. Also wir haben hier den Produktionsversorgungsbereich. Hier gibt es verschiedene Container und hier gibt es zum Beispiel einen Container, in dem das Material Bolt 1000, das die Imbusschraube enthalten sein soll. In diesem Container lagern 100 Stück. Ja, also dieser Container kann 100 von den Schrauben fassen. Und der ist grün dargestellt, also der hat eine grüne Ampel, das heißt, Material ist vorhanden in dem Kanban-Container. Hier gibt es noch einen weiteren Kanban-Container, ja, zum Beispiel diesen hier, in dem lagern die Reifen, also der Gummireifen für das Laufrad. Da passen in den Container nur 20 Stück. Auch hier ist der grün. Und man sieht, dass für die verschiedenen Produkte, das habe ich versucht auch darzustellen, unterschiedlich viele Kanban-Container im Umlauf sind. Hier zum Beispiel für die Imbusschrauben haben wir zwei Container. Für das Material LWSH gibt es auch zwei. Aber zum Beispiel für die Reifen, da gibt es vier Container, weil in jedem Container eben nur 20 Stück enthalten sein können. Wir sehen auch, dass die leeren Container, die sind mit Rot dargestellt, die sind auf der Seite des Lagers hier in der Grafik dargestellt, weil in dem Moment, wo ein Container leer ist, muss er natürlich aus unserem Lager wieder befüllt werden. Also die Idee bei Kanban ist: Ich habe hier einen leeren Container, zum Beispiel für diese Schrauben. Dann wird der im Lager mit neuen Schrauben befüllt, also die werden im Lager aus dem Rohstofflager entnommen. Der Container wird befüllt und er kann dann in der Produktion verwendet werden, um so ein Laufrad zu produzieren.
Was jetzt hier noch angedeutet ist, und das ist wichtig später, ist, dass es noch einen weiteren Lagerort gibt. Den habe ich KB00 genannt für Kanban. Und das ist der Lagerort, der den logischen Bestand der Materialien enthält, die sich in den Kanban-Containern befinden. Wir werden gleich sehen, wenn ich den Prozess einmal durchführe, dass die Entnahme der Materialien zum Beispiel aus dem Rohstofflager dargestellt wird als Umbuchung der Materialien aus dem Lagerort Rohstoffe RM00 in den Lagerort Kanban KB00. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist zusätzlich hinzugekommen? Wir haben zusätzlich den Produktionsversorgungsbereich und es gibt einen zusätzlichen Lagerort, der Kanban heißt. Wie sieht das Ganze jetzt im SAP-System aus? Ich wechsle dazu als erstes einmal auf die Fiori App Kanban Tafel. Und wenn ich die ausführe, dann sehen wir hier, dass verschiedene Kanban Regelkreise dargestellt werden. Es gibt zum Beispiel hier ganz oben den Kanban Regelkreis für die Imbusschraube, den BOLT 1000. Und wie in der Grafik dargestellt, gibt es auch hier einen vollen Container und einen Container, der jetzt grau dargestellt ist. Ja, der ist noch inaktiv, also der ist leer. Später wird ein leerer Container mit einer anderen Farbe dargestellt werden. Aktuell ist das jetzt die Ausgangssituation, die ich eingerichtet habe. Man sieht hier, dass ich das wirklich versucht habe, analog zu der Grafik aufzubauen. Es gibt jetzt hier auch für die Touring Bike Reifen eben 4 Container, ja, die jeweils 20 Stück enthalten. Und davon sind 3 Container befüllt und einer noch leer. Das ist die Sicht auf unsere Kanban-Container. Schauen wir uns außerdem noch den Materialbestand an. Das machen wir am Beispiel der Imbusschraube Bolt 1000. Hierzu wechsle ich auf die App Bestand Einzelmaterial und ich mache mir die direkt mal in einem eigenen Tab auf, weil da werden wir jetzt häufiger drauf gucken. Welches Material wollten wir uns anschauen? Das ist das Material BOLT 1000. Dieses Material gibt es im Werk in Dallas und in Heidelberg. Und wir sehen, dass in Heidelberg jetzt seit neuestem 2 Lagerorte gibt, nämlich einmal den klassischen RM00 Raw Materials, den sehen wir hier. Wir erkennen auch, dass es einen freien Bestand von 350 Stück gibt. Und außerdem den Bereich Lagerort Kanban Supply, KB00, und der enthält eine Menge von 100 Stück. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch hier in der Kanban-Tafel sehen. 100 Stück befinden sich in einem Container. Der Container ist im Produktionsversorgungsbereich Kanban HD, ja, und der zugeordnete Lagerort ist KB00. So, fangen wir jetzt mal an, einen Kanban-Prozess durchzuführen und dazu verwenden wir die Schraube. Ich wähle hier den Container aus, bekomme ich noch ein bisschen zusätzliche Informationen angezeigt. Ich kann mir das auch ein Stück weit wie immer im SAP-Umfeld konfigurieren. Also ich kann hier in der Tafel Einstellungen zum Beispiel festlegen, was ich eigentlich sehen will. Ich habe mir hier die Menge hinzu anzeigen lassen. Und wir starten jetzt den Prozess, indem wir den bisher noch nicht verwendeten Kanban-Behälter erstmal auf leer setzen. Jetzt ist der Kanban-Behälter leer, rot. Er ist jetzt Teil des Prozesses und gibt sozusagen das Signal an das Lager, okay, hier werden 100 Stück dieses Materials BOLT 1000 benötigt. Schauen wir uns als erstes mal den Bestand für das Material an. Da hat sich, wie nicht anders zu erwarten, natürlich nichts geändert. Ja? Wir haben jetzt nur gesagt, dadurch, dass wir den Kanban-Container auf leer gesetzt haben, 100 Stück dieses Materials, dieser Imbusschraube werden benötigt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass der Kanban-Container wieder aus dem Lager befüllt werden muss. Dazu nehmen wir jetzt quasi die Rolle eines Lagerarbeiters an. Der verwendet die App Warenbewegung buchen. Und was durch das Setzen des Kanban-Containers auf leer jetzt passiert ist, ist, dass im Hintergrund eine Reservierung für das Material angelegt wurde. Wir suchen uns diese Reservierung einmal. Das Material ist die BOLT 1000 im Werk in Heidelberg. Und wenn wir das jetzt suchen, dann sehen wir, es gibt hier
genau eine Reservierung. Ich organisiere mir hier mal die Oberfläche ein bisschen anders. Wir können das übernehmen und können jetzt hier durch das OK bestätigen, dass eine Warenbewegung von einer Menge von 100 Stück gebucht wird. Und diese Warenbewegung, dazu können wir uns auch die Detaildaten anschauen, ist eben eine Umbuchung, die in dem Werk in Heidelberg von dem Lagerort RM00, Raw Materials, in den Lagerort Kanban Supply KB00 erfolgt. Schließen wir wieder und buchen die Warenbewegung. Was ist jetzt der Effekt dieser Umbuchung? Wechseln wir dazu wieder auf die Kanban-Tafel. Wir sehen, dass der zweite Kanban-Container, der zuvor rot war, jetzt grün ist. Das heißt, der Kanban-Container ist befüllt, enthält 100 Stück der Imbusschraube. Außerdem können wir uns jetzt den Materialbestand anschauen. Dazu aktualisieren wir die App für den Bestand der Einzelmaterialien mit dem entsprechenden Produkt. Und wir sehen, dass die Summe des frei verfügbaren Bestands nach wie vor 450 ist, aber dass ich jetzt 200 Stück in dem Lagerort Kanban Supply befinden und nur noch 250 Stück im Lagerort Raw Materials. Also es ist eine Umbuchung erfolgt von Raw Materials nach Kanban Supply. Das Ganze wurde jetzt natürlich auch mit einem Materialbeleg dokumentiert. Auch den können wir uns nochmal anschauen. Suchen wir dazu die App Materialbelegsübersicht. Es geht hier im Werk Heidelberg um das Material BULT 1000. Und wir sortieren uns das Ganze mal nach Buchungsdatum. Das ist der aktuellste Materialbeleg. Ja. Und wenn wir uns den jetzt anschauen, sehen wir, dass genau das auch dokumentiert ist. Bewegungsart ist 311. Die sehen wir hier. Umlagern im Werk und zwar vom Lagerort Raw Materials in den Lagerort Kanban Supply. Außerdem navigieren wir kurz zum Prozessablauf, weil wir von hier aus sehr schön zum Belegfluss kommen. Und was wir erkennen ist, wenn wir den Belegfluss anzeigen, dass es nur einen operativen Belegfluss gibt. Ja, es gibt keinen Hauptbuchbeleg, was auch klar ist. Wir haben ja nur Materialien innerhalb eines Werks von einem Lagerort an einen anderen Lagerort umgebucht. Das ist keine Bestandsänderung, deshalb brauchen wir auch keinen Hauptbuchbeleg, der das Ganze dokumentiert. Und damit haben wir es jetzt eben geschafft, dass für unsere Inbusschraube 200 Stück im Produktionsversorgungsbereich in Heidelberg verfügbar sind. Und natürlich können wir das gleiche Spiel jetzt auch für die anderen Materialien durchführen. Das werde ich jetzt an dieser Stelle mal nicht tun. Ja, das sieht dann wieder genauso aus. In dem Moment, wo ich Container auf leer setze, wird eine Reservierung erzeugt und das entsprechende Material kann damit in den Kanban-Behälter gebucht werden. An der Stelle möchte ich jetzt schon mal auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Was ich jetzt auch machen werde, ich werde wieder eine Statusänderung durchführen. Und zwar werde ich einen dieser Kanban-Container auf leer setzen. Ja, das ist der Container, der zuvor schon gefüllt war. Die Schrauben sind jetzt für die Produktion verbraucht worden. Der Kanban-Behälter ist auf leer und wird das halt auf leer gesetzt. Ja, damit ist der Container jetzt leer. Was heißt das? Was wir mittlerweile schon wissen ist, dass das Setzen des Status leer eines Behälters dazu führt, dass es eine Reservierung gibt. Ja, in der App Warenbewegung buchen können wir diese Reservierung finden. Machen wir das wieder mit dem Bolt 1000 in HD00. Und wenn wir hier suchen, dann sehen wir eben, dass es jetzt eine neue Reservierung gibt, nämlich genau die 1202. Die vorherige Reservierung war die 1201. Und wir könnten die jetzt wieder verwenden, um Material aus dem Lagerort Raw Materials in den Lagerort Kanban Supply umzubuchen. Was jetzt spannend ist, ist allerdings, wenn wir uns
den Bestand des Materials anschauen. Ich wechsle dafür nochmal zurück zur Kanban-Tafel. In der Kanban-Tafel sieht es jetzt so aus, dass in unserem Kanban-Behälter einer leer ist und einer noch voll ist. Das ist also aus Sicht des Kanbans 100 Stück der Imbusschraube noch verfügbar sind. Schauen wir uns das Ganze mal aus Sicht der Bestandsverwaltung an. Ja, also Einzelbestand des Materials. Ich aktualisiere das hier wieder. Und was Sie jetzt erkennen, ist, dass sich der Bestand nicht verändert hat. Nach wie vor existieren 200 Stück der Imbusschraube im Kanban-Supply. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Durch Kanban, durch den Kanban-Prozess wird nur der Nachschub für die Produktion dargestellt. Was hier explizit nicht passiert, ist, dass in dem Moment, wo ein Kanban-Behälter auf leer gesetzt wird, auch der Verbrauch der Materialien entsprechend gebucht wird, also in Warenausgang gebucht wird. Das liegt daran, dass ich das hier so eingestellt habe, dass ich wirklich diese Rohstoffe später den Fertigungsaufträgen zuordnen will. Das Buchen des Warenausgangs erfolgt retrograd, also das ist eine sogenannte retrograde Entnahme, in dem Moment, wo ich die Bestätigung des Fertigungsauftrags buche. Und das sind genau zwei Prozesse, die getrennt voneinander laufen. Das eine ist eben Kanban zur Versorgung der Produktion mit den notwendigen Rohstoffen. Und der zweite Prozess ist quasi die Dokumentation der Fertigung über einen Fertigungsauftrag, der schlussendlich auch dazu führt, dass aus Sicht der Bestandsführung ein Warenausgang gebucht wird, der logische Bestand also reduziert wird und entsprechend dem Produktionsauftrag zugeordnet wird. Also was wir jetzt sehen ist, dass wir tatsächlich jetzt durch die Prozessdurchführung, die ich gerade gewählt habe, so eine Diskrepanz haben zwischen dem, was aus Sicht Kanban, unseres Kanban-Regelkreises verfügbar ist, nämlich da haben wir noch 100 Stück von den Schrauben oder vielleicht weniger, vielleicht hat schon jemand auch welche aus diesem Container entnommen, das sehen wir auf der Ebene nicht, und dem, was die Bestandsführung denkt, wie viel Materialien noch verfügbar sind. Ja? Ich werde das jetzt an dieser Stelle einmal kurz korrigieren, sodass das wieder den gleichen Wert hat. Und dann führen wir den eigentlichen Produktionsprozess durch. Also um das zu korrigieren, gehe ich hier auf Bestand verwalten und verschrotte einfach mal 100 Schrauben aus unserem Bestand. Buche das hier auf irgendeine Kostenstelle. So, jetzt sieht die Bestandsführung gleiche Menge, wie wir auch in den Kanban-Tafeln haben. So, nachdem wir jetzt einmal gesehen haben, wie der Teil des Prozesses funktioniert, dass über Kanban der Produktion die Rohstoffe zur Verfügung gestellt werden, führen wir jetzt einmal einen Produktionsprozess durch. Dazu lege ich jetzt einen Fertigungsauftrag an für das Laufrad im Werk Heidelberg mit der entsprechenden Auftragsart. Und ich lege den einfach zum heutigen Tagesdatum an. Wir produzieren 20. 20 Laufräder sollen jetzt produziert werden. Und der Fertigungsauftrag kann gespeichert werden. Was wir jetzt normalerweise machen, wenn wir den Fertigungsprozess durchführen, ist, dass wir im nächsten Schritt einen Warenausgang zum Fertigungsauftrag buchen. Das versuchen wir jetzt mal für den Fertigungsauftrag, der gerade angelegt wurde. Ja, dazu schauen wir uns erstmal die Übersicht der Fertigungsaufträge an. Also der Fertigungsauftrag, der auf 220 endet, dieser hier, das ist der, der gerade angelegt wurde, 20 Stück des Materials und es ist noch nichts passiert. Zu diesem Auftrag müssen wir jetzt einen Warenausgang buchen. Auch das tun wir. Warenbewegung buchen. Und zwar einen Warenausgang zum Auftrag. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass plötzlich nur eine Position relevant ist. Im normalen Fertigungsprozess von Global Bike würden jetzt hier alle Positionen der Stückliste auftreten.
Aber da ich die Materialien und die Stückliste entsprechend konfiguriert habe, dass ein Teil der Materialien über Kanban zur Produktion kommen, erkennen wir jetzt hier, dass wirklich nur noch ein Teil der Stückliste, nämlich die Felge, zu dieser einen Warenausgang gebucht werden soll. Das machen wir jetzt auch. In einem späteren Video werde ich auch noch zeigen, wie wir auch diese Felge über Kanban, zum Beispiel durch eine direkte Beschaffung von einem Lieferanten, zur Produktion bringen können. Also, ich buche jetzt erstmal nur den Warenausgang für das Aluminiumrad, für die Felge. Und damit ist der Warenausgang gebucht für den Fertigungsauftrag. Und der nächste Schritt im Fertigungsauftrag ist dann die Buchen der Rückmeldung. Und auch das werden wir jetzt tun. Gehen wir wieder hier auf die Produktion. Rückmeldung zum Fertigungsauftrag erfassen. Das ist unser Fertigungsauftrag. Ich erfasse jetzt eine Endrückmeldung über die 20 Stück. Und in dem Moment, wo ich das durchführe, sieht man hier unten, dass auch 5 Warenbewegungen gebucht wurden. Und das sind jetzt genau die Materialien, die über Kanban zur Produktion kommen. Ja, diese Materialien werden retrograd entnommen. Das heißt, Buchen des Warenausgangs aus der Bestandsführung erfolgt genau dann, wenn eine Rückmeldung zum Fertigungsauftrag erfasst wird. Das Ganze können wir uns jetzt anschauen. Dazu gehen wir wieder auf Bestand Einzelmaterial. Schauen wir uns das wieder für die Schraube an. Und wir sehen jetzt hier, dass 80 Stück in dem Lagerort Kanban-Supply verfügbar sind. Also der Bestand ist um 20 reduziert worden. Das sind genau die 20, die eben für die Produktion von diesen 20 Laufrädern notwendig waren und retrograd entnommen wurden. Schauen wir uns jetzt den Fertigungsauftrag nochmal an und insbesondere auch den Belegfluss zum Fertigungsauftrag. Das ist der Fertigungsauftrag, mit dem wir gerade gearbeitet haben. Der ist jetzt vollständig rückgemeldet. Wie man sieht, hier alles ist grün. Wir nehmen uns jetzt diesen Fertigungsauftrag und schauen uns dazu den Belegfluss an. Fertigungsauftrag, den wir uns anschauen wollen. Und hier sehen wir jetzt den entsprechenden Belegfluss. Wir sehen hier oben den operativen Belegfluss. Es gibt eben einen Fertigungsauftrag, dazu gibt es eine Rückmeldung und es gibt 2 Warenausgänge. Der erste Warenausgang, der ist hier unten dargestellt. Das ist der Warenausgang zum Fertigungsauftrag. Ja, wenn wir uns den anschauen, in der Materialbelegsübersicht, dann sehen wir, dass es hier um die Felge, um das Aluminiumrad handelt. Aus dem frei verwendbaren Bestand wurde hier ein Warenausgang gebucht. Und die hier oben dargestellte Warenausgang, das ist der Warenausgang, der mit Fertigungsauftrag-Rückmeldung gebucht wurde, die retrograde Entnahme der Materialien, die über Kanban zur Verfügung gestellt wurden. Und wenn wir uns diesen jetzt anschauen, dann sehen wir, dass der eben die restlichen 5 Positionen enthält, nämlich den Reifen, den Schlauch, Sechskantmotor und so weiter. Alles das, was eben über Kanban zur Verfügung gestellt wurde. Und in dem Moment, wo der retrograde Warenausgang gebucht wird, da gibt es jetzt eben wirklich auch die Buchung im Finanzwesen. Ja, jetzt wurde der Warenbestand reduziert und das Ganze wird wieder mit einem Hauptbuchbeleg dokumentiert. Zum Abschluss gehe ich jetzt nochmal auf den Kanban-Regelkreis. Und was wir hier jetzt auch sehen, ist, dass in der Kanban-Tafel die Entnahme der Materialien durch Buchen der Rückmeldung nicht dargestellt ist. Ja? Unsere Kanban-Container haben nach wie vor eine Menge von 100 oder 20. Und das ist genau der Unterschied. Ja, wir sehen zum einen Kanban, das sich darum kümmert, wenn ein Container leer ist, Informationen ans Lager zu geben, dass der aufgefüllt werden muss, dass immer ausreichend Material zur Produktion verfügbar ist, also das Pull-Prinzip. Auf der anderen Seite haben wir den Prozess Fertigungsauftrag, Rückmeldung, der dann
aus Sicht des ERP-Systems den Warenausgang bucht und den Bestand der Rohstoffe reduziert. Und somit haben wir jetzt mal beide Teile von so einem Kanban-Prozess gesehen. Das letzte, was jetzt noch fehlen würde, wäre die Beschaffung der notwendigen Rohstoffe. Die erfolgen jetzt natürlich nicht mehr über Materialbedarfsplanung, sondern das habe ich jetzt für diese Materialien, die man hier sieht, im S4HANA-System so eingestellt, dass jetzt basierend auf einer Bestellpunkt beschafft wird. Also wenn ein bestimmter Materialmenge unterschritten wird, dann wird einfach eine bestimmte Menge des Materials beschafft. Schauen wir uns das einfach mal für die Imbusschraube an. Dazu wechsle ich auf die App Produktstammdaten verwalten. Auch hier habe ich mir Kanban-Demo angelegt. Also wir sehen hier alle Materialien für die Kanban-Demo. Schauen wir uns die Imbusschraube an im Werk in Heidelberg. Und wenn wir hier auf die Dispositionsdaten gehen, dann sehen wir hier, dass die manuelle Bestellpunktsdisposition verwendet wird. Wenn der Bestand unter 300 Stück fällt, dann wird eine feste Losgröße von 1000 Stück beschafft. Auch das können wir uns jetzt mal anschauen. Ja, Sie erinnern sich, der Materialbestand im Materiallager Raw Materials ist 250. Schauen wir uns hier nochmal an. Und im Kanban-Lager 80 relevant sind diese 250, ja, weil in Summe hätten wir ja noch 330, aber sobald der Bestand in dem Raw Materials unter 300 fällt, wird das Material beschafft. Um das zu tun, wechsle ich jetzt in die App Materialdeckung bearbeiten. Und mir geht es um das Material BOLT 1000. Ja. Ich wähle jetzt hier mal beide aus, gehe auf Materialien bearbeiten. Und jetzt sehe ich hier die beiden Bereiche. Einmal den Dispositionsbereich. Das ist ein eigener Dispositionsbereich nur für den Produktionsversorgungsbereich. Dispositionsbereiche habe ich vorher nicht erklärt. Kommen wir drauf in dem Moment, wo ich in dem nächsten Video auch Organisationsdaten, Stammdaten und Customizing für das Kanban erklären. Also das, was wir hier jetzt sieht, ist, dass es hier einen Bereich gibt, der quasi die 80 Stück enthält, die im Kanban-Lager sind. Wir sehen hier außerdem, dass es einen geplanten Zugang von 100 Stück gibt. Das ist die Reservierung aus dem Lager, 100 Stück in den leeren Kanban-Container. Um uns das nochmal zu vergegenwärtigen, hier die Kanban-Tafel. Ja, also wir sehen hier, ein Container ist grün. Wir wissen, da sind nur noch 80 Stück drin. Das sehen wir auf dieser Ebene nicht. Und es gibt einen roten Container. Das heißt, die Information ist schon beim Lager. Dieser Container muss befüllt werden. Das ist die Reservierung im ERP-System. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Wenn wir uns jetzt die Sicht Dispositionsbereich Werk Heidelberg anschauen, dann sehen wir, dass es hier 250 Stück gibt. Und diese Reservierung, ja, die auch jetzt zukünftig noch bedient wird. Somit haben wir eine Verfügbarkeit von 150 Stück. Was wir jetzt machen können, wir können den Planungslauf starten und wie nicht anders zu erwarten, basierend auf der Konfiguration des Materials, ist jetzt hier eine feste Losgröße von 1000 Stück soll beschafft werden. Dazu gibt es jetzt die entsprechende Bestellanforderung. Und diese Bestellanforderung könnten wir jetzt beschaffen und dann hätten wir eben die entsprechend 1150 irgendwann auf Lager. Und damit haben wir jetzt alle Komponenten des Kanban-Prozesses in SAP S/4HANA einmal gesehen. Wir haben zuerst uns die Kanban-Tafel angeguckt. Wir haben dann geschaut, wie ist das Zusammenspiel Kanban mit der Produktion, mit dem Fertigungsauftrag. Und jetzt der letzte Schritt war, sich eben zu analysieren, wie ist das Zusammenspiel Kanban mit der Beschaffung. Und wir haben hier eben gesehen, in diesem Fall jetzt Beispiel Bestellpunktsdisposition mit einem festen Bestellpunkt, über den dann der Nachschub der Materialien beschafft wird. Abschließend wechsle ich jetzt nochmal auf das Miroboard, um auch auf der Ebene der Belege nochmal grafisch darzustellen, was hier passiert. Diese Art von Grafik verwende ich ja häufig in meinen Videos. Ja, wir sehen jetzt hier die verschiedenen Anwendungsbereiche von SAP S/4HANA, Produktionssteuerung, Einkauf, Beschaffung, Finanzwesen, Controlling.
Hier oben sehen wir die verschiedenen Funktionen oder Prozessschritte. Und hier ist jetzt nochmal gezeigt, was im System passiert, welche Belege erzeugt werden, wenn bestimmte Prozessschritte durchgesetzt werden. Das Setzen des Kanban-Containers auf Leer führt zu einer Reservierung. Diese Reservierung wird dann verwendet, um Materialien vom Rohstofflager in das Kanban-Lager umzubohren. Das Ganze wird über einen Materialbeleg dokumentiert. Man sieht hier, es gibt im Bereich Produktion keine Belege, es gibt insbesondere auch im Bereich Finanzwesen und Controlling keine Belege. Und das ist diese Zweiteilung, ja, Kanban-Prozess hier und auf der anderen Seite der gestrichenen Linie, wie sieht jetzt der Produktionsprozess auf? Hier gibt es ganz klassisch den Fertigungsauftrag. Ich habe jetzt hier Warenausgang buchen des einen Materials, das wir nicht über Kanban zur Verfügung gestellt haben, nicht dargestellt, sondern hier sehen wir jetzt rein nur die Belege für alle Materialien, die über Kanban zur Verfügung gestellt wurden. Man sieht jetzt, in dem Moment, wo eine Rückmeldung erfolgt, werden ein oder mehrere Materialbelege erzeugt, Dokumentation der retrograden Warenentnahme und natürlich gibt es dazu auch entsprechend Buchhaltungs- und Kostenrechnungsbelege, wie das normal ist beim Buchen der Rückmeldung. Und schlussendlich, das habe ich jetzt gerade nicht gezeigt, Buchen des Wareneingangs vom Fertigungsauftrag würde natürlich auch wieder in einem Materialbeleg, Buchhaltungsbeleg und einem Kostenrechnungsbeleg resultieren. Und damit haben wir jetzt den Kanban-Prozess aus Anwendersicht einmal gesehen. Und im nächsten Video werde ich dann das Customizing und die Stammdaten für den Prozess nochmal darstellen. Bis hierhin, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.